ist, wir nehmen dich dahin für Burst, was auch immer, Schaden. Und wir nehmen dich dahin für Präzisions Weichzielschaden, richtig? Ja. Mal gucken. Bunker 15. Da wird der gute Albert schon ganz hibbelig. Also es soll kein Gag da sein, aber es sollen Informationen in dem Bunker sein über den anderen Bunker, den heiligen Bunker 13. Das sieht nicht nach einem Bunker aus. Hier liegt die Waffe mal weg. Ich spreche mit den Leuten hier. Tut mir leid, Fremder, ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Warum nicht? Wir sind hier eine sehr introvertierte Gemeinde. Wir wollen keinen Ärger oder Einfluss von außen. Lass uns bitte einfach in Ruhe. Ja, das ist schwer. Wir müssen in euren Bunker. Wenn ihr überhaupt wisst, dass hier ein Bunker ist. Aber das sollte auffällig sein, wenn da so ein großes Ding in der Wand ist. Das Haus sieht verdächtig aus. Da könnten wir gleich mal reingucken. Bitte belästige mich nicht. Ich habe echt viel zu tun. Ja, es ist schon irre schwer, mitten am Arsch der Heide zwei Lagerfeuer am Laufen zu halten. Oh, drei sogar. Hallo, ich bin Dahlia. Was kann ich für dich tun? Ich wollte gern dahin gehen, wo du den Weg blockierst. Was machst du? Ich mag die frische Luft und die Bäume. Deshalb stehe ich hier, zwischen den Bäumen. Hast du damit ein Problem? Nein, ich möchte nur etwas wissen. Du siehst so aus, als würdest du den Pfad bewachen. Nein, ich bewache den Pfad nicht. In diesem Loch gibt es nichts zu bewachen. Ich habe doch gesagt, ich genieße die frische Luft. Und jetzt geh. Wir haben uns aber so nett unterhalten. Warum sollen wir aufhören? Wer bist du? Ich sagte, ich bin Dahlia. Ich will nicht unhöflich sein, aber im Moment will ich alleine sein, okay? Jetzt alleine im Wald zwischen zwei Bäumen stehen, auf einem Weg. Ich möchte dich noch was fragen. Und ich möchte nochmal Hallo sagen. Okay, also sie lässt uns nicht durch. Was ein wenig komisch ist, dann gucken wir einfach in ihr Haus rein. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ich heiße Zecke, Fremder. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Und ich glaube, hier in der Stadt gibt es nichts, das dich interessieren könnte. Du solltest weiterziehen. Nein, wir haben Fragen. Du wirst feststellen, dass hier niemand Antworten hat. Komm am besten wieder, wenn wir eine neue Lieferung bekommen. Was für eine neue Lieferung? Psst, hat da jemand gerade ein Stück Kuchen angeschnitten? Was? Nein, ich glaube, hier gibt es keinen Kuchen. Waren wir schon in dem Zelt? Hi, ich bin Rebecca. Kann ich dich mal alleine sprechen? Also eigentlich habe ich gerade sehr viel zu tun. Natürlich, wo sind wir ungestört? In meinem Zelt. Okay. Hier können wir reden. Ich würde dir zuerst gerne ein paar Fragen stellen. Was willst du denn wissen? Ich suche Bunker 13. Weißt du was darüber? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Frag am besten in der NKR. Die haben seit neuestem ein großes Interesse an Bunkern. Oh. Ja, werden wir machen. Was geht hier vor? Wir nennen diesen Ort die Siedlung, weil er von den Obdachlosen vieler Städte besiedelt wurde. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was wir haben. Im Westen liegt eine Stadt, die NKR heißt. Sie wussten schon länger, dass wir hier sind, haben uns aber nie Hilfe angeboten oder uns behindert. Jetzt erheben sie plötzlich Ansprüche auf dieses Gebiet, als die Heimat ihrer Vorfahren, und wollen es zurück. Sie schicken ständig Leute her, die uns überreden sollen, unser Heim zu verlassen. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass wir nirgendwo anders hin können. Wir sind nicht in der Lage, allein zu überleben, wenn wir diesen Ort verlassen. Was gibt es denn hier, das sie unbedingt wollen? Ja, den Bunker wahrscheinlich, aber wir wollen mit der Frage rausfinden, ob sie von dem Bunker weiß.
Naja, hier ist ein Bunker. Okay, weiß sie. Ich glaube Nummer 15. Sie wollen ihn wegen irgendeiner alten Technologie plündern, die wohl noch drin zu finden ist. Okay. Erzähl mir über den Bunker. Tja, wir sollen eigentlich nicht darüber reden, aber da ich deine Hilfe brauche. Der Bunker wird gerade von Darien repariert. Er ist unser Gönner. Wenn er wieder voll funktioniert, sollen wir alle dort einziehen, weil wir dann sicher von Räubern und Sklavenhändlern und so sind. Im Moment hat er die Nahrung- und Wassersysteme repariert, aber das ist alles. Es ist schon merkwürdig, dass sie in der Lage sind, so etwas Komplexes zu reparieren, aber das Licht kriegen sie nicht hin. Der verdammte Ort ist mit Fackeln erleuchtet. Und Darien will nicht, dass jemand weiß, was im Bunker vor sich geht. Er hat Angst, dass sie uns alles wegnehmen, wenn sie es herausfinden. Wir haben die Anweisung, jeden wegzujagen, der hier aufkreuzt, besonders von der NKR. Da muss ich unbedingt mehr erfahren. Erzähl mir was über Darien. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Darien ist sehr verschlossen und verlässt den Bunker nie. Wenn er was zu sagen hat, lässt er es durch Zecke mitteilen. Ich habe ihn nur einmal getroffen und er schien ganz nett. Danke, du bist eine große Hilfe. Na komm, was ist jetzt dein Problem? Ich habe eine Tochter, Chrissy, und sie ist ein kleiner Wildfang. Sie rennt gerne herum, erkundet ihre Umgebung und ist sehr neugierig. Aber Chrissy ist ein gutes Kind. Sie macht keine Probleme, sie ist immer pünktlich zu Hause und sie hat sich zu einer verantwortungsbewussten jungen Frau gemausert. Also lasse ich sie die meiste Zeit machen, was sie will. Letzte Woche ist Chrissy nicht nach Hause gekommen. Ich habe rumgefragt und keiner hat sie gesehen oder etwas gehört. Ich habe sie selbst gesucht, aber Zecke, er ist sowas wie der Bürgermeister, hat mich daran gehindert. Er sagt, es sei zu gefährlich, wenn ich alleine rausgehe. Er würde einige seiner Männer schicken. Sie haben meine Tochter nicht gefunden und meinten, die Sklavenhändler hätten sie vielleicht erwischt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube nicht, dass die Sklavenhändler sie erwischt haben. Ich habe das ungute Gefühl, dass da noch etwas anderes läuft. Und dann habe ich ständig das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. Das ist, seitdem ich mit Zack über Chrissy gesprochen habe. Ich brauche jemanden, der mir hilft, meine Tochter zu finden. Würdest du mir helfen? Klar, warum nicht? Tausend Dank. Das kann ich nie wieder gut machen. Ich werde hier warten, bis du. Hey, da war jemand draußen, der uns belauscht hat. Ich habe einen Schatten an der Zeltwand gesehen. Sie sind gerade in diese Richtung weggerannt. Er zeigt nach Nordosten. Sie müssen alles gehört haben. Ich versuche sie aufzuhalten. Also sind sie an unserem Supermutanten vorbeigelaufen? Und an der Frau, die den Weg blockiert? Du. Hast du jemanden hier vorbeilaufen sehen, der in Eile war? Hier laufen jeden Tag Leute vorbei. Ich achte nicht wirklich besonders auf sie. Wir meinen nicht den ganzen Tag, wir meinen jetzt eben gerade im Dunkeln, diesen Pfad entlang, wo du immer im Weg stehst. Schau mal, das Leben eines Mädchens steht hier auf dem Spiel, die Tochter einer besorgten Mutter. Kannst du mir bitte helfen? Interessiert mich ein. Tut mir leid. Ich habe den Auftrag, hier zu stehen und diesen Pfad zu bewachen. Sonst weiß ich nicht, was hier los ist. Ich hatte auch mal eine Tochter. Ja. Hier ist jemand vorbeigekommen. Ich habe ihn passieren lassen, weil er das richtige Zeichen kannte. So wie das Zeichen, das du gemacht hast. Geh weiter, ich verzieh mich. Dankeschön. Gucken wir nochmal. Wer hier lang gelaufen ist. Das da wird der Bunkereingang sein. Und wer bist du? Ich sollte dich erschießen. Aber ich bin neugierig, was du zu sagen hast. Ich suche ein verschwundenes Mädchen. Hast du sie gesehen? Du meinst das Mädel, das da hinten eingesperrt ist, mit der wir ein bisschen Spaß gehabt haben? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Du bist ganz schön krank. Ich werde dich schlafen legen. Und Messer. Oh, ja. Oh. Sollten uns echt angewöhnen, das durchzuladen. Dauerfeuer. Genau, kommt schön raus. Oh oh, oh oh. Markus!
Was hatten wir abgemacht? Klick, 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 klick. Mitnehmen. Mitnehmen. Wir hatten Markus extra gesagt, wenn du mit deiner Gatling Gun rumspielen willst, dann versuch uns nicht zu treffen. Tu dein Bestes, uns nicht zu treffen. Na gut. Abgeschlossen. Ja, wir nehmen den Schlüssel. Hi. Wenn du versuchst, mich zu vergewaltigen, kannst du deine Eier bald als Fliege tragen, verstanden? Fliege? Ja, ein nettes Kleidungsstück, das man dekorativ um den Hals trägt. Es ist wie ein Halstuch für Männer. Was? Und jetzt stell dir vor, ich trete dich so sehr in deine Dinger, dass sie hinten am Hals hängen, kapiert? Okay, bitte tu mir nicht weh. Ich möchte wissen, wer du bist und was hier los ist. Wir suchen nämlich ein Mädchen, das wahrscheinlich du bist. Kurz gesagt, ich bin Chrissy. Ich bin hier aus der illegalen Siedlung. Letzte Woche fand ich beim Erkunden der Gegend diesen Eingang da draußen. Ich dachte, es wäre eine verlassene Mine oder sowas. Also wollte ich es näher betrachten. Aber es war keine Mine, sondern ein geheimer Eingang in Bunker 15. Der Bunker wird von einer Bande Gangster, den Khans, als Unterschlupf genutzt. Sie haben mich erwischt, als ich mich hier umsah, und ihr Anführer Darien hat mich dann hier einsperren lassen. Die Leute aus der Siedlung schützen diesen Typen, indem sie ihnen helfen, den Bunker geheim zu halten. Sie wissen nicht, was hier wirklich los ist. Darien hat uns gesagt, dass der den Bunker repariert, sodass wir bald einen sicheren Wohnort mit ausreichend Essen und Wasser haben, aber das ist alles gelogen. Ich war da drin und habe mich umgeschaut. Der Bunker ist tot und die Nahrungs- und Wassermaschinen funktionieren nicht. All unsere Nahrung stammt von Überfällen auf Karawanen. Ich muss nach Hause gehen und alle warnen, was hier wirklich los ist. Wir dürfen diesem Monster nicht helfen. Bringst du mich nach Hause? Ja. Du musst die Arme nicht hochreißen, wenn du nach Hause läufst. Wir sollten unbedingt vorher... ein, zwei Stimpaks nehmen. Wer weiß, was in der Stadt noch passiert. Vielleicht wird hier eine Mücke aggressiv und Markus will sich auf unserer Schulter wegbursten. Da lang. Wo war das Zelt von der Mutter? Da. Nein, sie ist doch nicht... Ich habe damit gerechnet. Jetzt muss ich damit fertig werden. Bitte erzähl mir alles. Meine Tochter hat mir alles erzählt. Ich kann es kaum glauben, dass Darien so ein Monster ist, nach allem, was er für uns getan hat. Wenn ich daran denke, dass wir ihm geholfen haben, seine Räubertaten zu verbergen. Ich garantiere, dass wir das ganz schnell ändern. Ich habe bereits mit Zecke gesprochen, er will dich sehen. Du solltest jetzt zu ihm gehen. Danke. Meine Ritter in strahlender Rüstung kehrt zurück. Naja, sie würde strahlen, wenn du sie gelegentlich mal putzen würdest. Vielleicht solltest du auch mal wieder baden. Was kann ich für dich tun? Nix, wir wollten nur Hallo sagen. Moment, Moment, ich weiß, dass ich etwas verlaunt bin. Aber ich möchte, dass du weißt, wie dankbar ich dir bin, dass du mein Hintern gerettet hast. Gern geschehen. Wir polieren die Rüstung ab und an. Außer die Stacheln da oben, die sind doof zu polieren. So, Zecke, du wolltest mit uns reden? Rebecca hat mir erzählt, was du für sie getan hast. Ich möchte mich für die schlechte Behandlung entschuldigen, die du hier erfahren hast. Das war nicht fair. Was kann ich für dich tun? Ich habe da ein paar Fragen über den Bunker. Was willst du gegen die Gangster tun? Nichts. Sie haben die Waffen, sie kontrollieren das Wasser und die Nahrungsmittel. Das bedeutet, sie haben alles unter Kontrolle. Punkt. Wir haben keine Möglichkeit und keine Unterstützung ohne die Hilfe von Darien. Wie könnten wir uns also gegen ihn stellen? Wir sind ihm ausgeliefert. Wo ist der Bunkereingang? Das war die Tür, die wir da gesehen haben im Osten, oder? Dort hinter der Tür. Aber die ist von der anderen Seite verschlossen und präpariert. Ich kann sie leider nicht öffnen. Wart mal. Vor einiger Zeit habe ich eine dieser Keycards gefunden. Ich weiß nicht, wofür sie ist. Rebecca hat erzählt, du hast eine Tür gefunden, wo sie Chrissy festgehalten haben. Vielleicht kann sie mit dieser Karte öffnen. Danke. Ein paar
Passiert hier sonst noch irgendwas in der Gegend? Westlich von hier ist ein Ort, der NKR heißt. Sie sagen, dass ihre Vorfahren aus Bunker 15 stammen und wollen ihn zurück. Sie haben bereits Leute hergeschickt, die uns überreden sollten, den Bunker herzugeben. Aber wir lassen uns nicht drauf ein. Das ist unser einziges Zuhause. Und nach Darien fragen müssen wir nicht wirklich, das wissen wir alle schon. Dann zeig mal hier diese Keykarte. Eine rote Keykarte. Okay. Wird sofort ausprobiert. Bei der Tür da. Zack. Mhm. So, du. Wir müssen unbedingt nochmal genauer miteinander sprechen. Und zwar... Pass auf, dass du mich nicht triffst. Wer mich angreift? Nein. nicht angreifen, wer neben mir steht und mich angreift. Mach dir keine Sorgen, dass du mich triffst. Nee, okay. War wohl nur ein Versehen. Eben gerade. Das wäre es erstmal. Jetzt wollen wir da runter.